adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs, was geht ab? Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video auf Foodlovers. Heute schauen wir uns mal wieder an, was für Content ist neu gekommen, und ich weiß es schon, Jungs. Naja, ich sag mal, SPC-technisch habt ihr wahrscheinlich alles schon mitbekommen, ist nichts gekommen, ist echt, echt schade. Gerade heute auch wieder Konkurrenz von einem anderen Free-to-Play-Game bekommen, aber wir werden uns heute anschauen, was ist trotz keiner SPC Interessantes in Food gekommen. Ich denke, viele von euch haben das überlesen. Ich habe den ganzen Tag eigentlich schon darauf gewartet, dass es endlich kommt, weil ich wusste, dass es heute kommt. Und ich persönlich finde, es ist ganz geil. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Es geht um Food Draft, einen Modus, der mir in den letzten Wochen, ihr habt es in den Livestreams gemerkt, echt viel Spaß macht. Beziehungsweise der einzige Modus, der überhaupt irgendwie gerade Spaß macht, bin ich ganz ehrlich. Aber er macht wenigstens Spaß zumindest. Es gibt Packs und man kann neue Spieler testen. Neue Spieler kommen wir gleich zu. Erstmal hier, ihr habt gelesen, kostenloses Draft, wahrscheinlich im Titel. Das ist richtig und das finde ich geil, weil EA Sports eigentlich da zwei neue Dinge reinbringt. Für viele werden sich denken, so ja, es ist trotzdem irgendwie langweilig. Ich denke mir, okay, wir nehmen das, was wir bekommen, und wir sehen hier ein Food Draft Token Playlist. Also nicht irgendwie Clickbait oder so, sondern es gibt wirklich einen Draft-Token geschenkt. Leider natürlich nur eins, aber immerhin eins. Ja, ihr kriegt einen Draft-Eintritt für alle Leute, die wenig Coins haben. Ihr könnt euch den Draft-Eintritt einfach mitnehmen. 4 Rival-Siege sollten machbar sein. Wir haben hier Squad-Battles-Partien, die müsst ihr nicht mal gewinnen. Und auch hier, also ihr müsst eigentlich quasi nur, ich glaube, 3 Tore mit einem vollen, mit einem flachen Vollspannschuss schießen und 4 Rivals-Partien. Also ihr müsst, ja, nicht viel dafür machen. Ihr kriegt das quasi geschenkt. Wenn ihr ein bisschen zockt, dann kriegt ihr das geschenkt. Finde ich ganz geil. Und wahrscheinlich habt ihr das auch schon im Titel gelesen. Es geht um Food Draft und endlich haben sie das gebracht. Ich habe, wie gesagt, den ganzen Tag drauf gewartet. Ich hatte das auch in meiner Insta-Story. Wer mir da noch nicht folgt, checkt das auf jeden Fall ab. Ja, wir werden jetzt reingehen. Ich halte euch jetzt nicht mehr lange auf dem, ja, ich spanne euch jetzt nicht mehr länger auf die Folter. Wir gehen rein ins Draft und ihr seht hier schon Ronaldinho, Prime Icon, Hugo Sanchez, Prime Icon. Es sind alle 90 Prime Icons im Draft. Ich persönlich feiere das halt mega, weil die Icons will ich mir nicht kaufen. Das sind so viele Münzen teilweise. Aber jetzt kann ich die einfach für 2 Tage nur, das ist natürlich der Nachteil, wie die EA Sports hat natürlich wieder einen Haken reingepackt. Aber es gibt diese Spieler jetzt im Draft. Laut meinen Informationen war das eben heute der 10. bis zum 12.3. Also donnerstags, da sie 19 Uhr in die Drafts kamen, denke ich mal, bis Donnerstag 19 Uhr werden die in den Draft bleiben. Was sehr, sehr geil ist. Ich habe mega Bock drauf. Bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt gleich noch abstimmen, wie wir das Ganze gestalten werden die Tage. Wir werden jetzt erstmal gemeinsam hier dieses Draft bauen. Nicht spielen, einfach nur bauen, weil wir uns dann anschauen können, was für Ikonen sind da. Und ihr seht dann am Ende auch dieses Draft von mir. Das ist, wie gesagt, das erste, das ich jetzt mal getestet habe, ob das wirklich stimmt, weil EA Sports hat das nirgendwo gepostet. Deshalb kann es sein, dass es gut ist, dass du dieses Video gerade schaust, damit du das überhaupt mitbekommst hier. Auf jeden Fall bauen wir das ganze Ding und während ich das baue, werde ich euch noch erzählen, was haben wir jetzt vor, ja. Wie ihr wisst, ich habe jetzt noch eine Woche vorlesungsfrei, das müssen wir ausnutzen. Morgen ist Mittwoch und am Donnerstag gibt es die Rewards. Auf jeden Fall für Donnerstag werden wir viele Packs aufspannen, auch durch das Draft. Und für morgen ist jetzt die Frage, werden wir hier mal weiter in den Sturm gehen. Für morgen ist die Frage, wollen wir ein Best-of-Video haben? Prime Moments kann man mal mitnehmen hier. Bergkamp habe ich noch nie gespielt. Owen Owitz auch noch nicht. Ja, schwierige Frage, keine Ahnung. Beide krank. Ich glaube, Bergkamp, ich weiß nicht, Bergkamp ist, glaube ich, nicht so geil. Aber hat auch geile Stats, ja. Ich meine, gerade die Longshots hier. Ja, wen nehmen wir da? Ich glaube mal Bergkamp. Einfach mal Bergkamp testen, oder, Freunde? Wobei in der Formation, I don't know. Nehmen wir einfach mal Bergkamp mit. Was ich euch jetzt fragen wollte, auf jeden Fall. Ich mache das jetzt einfach mal kurz hier, bevor wir weiter dieses Draft bauen, sonst komme ich da die ganze Zeit durcheinander. Wollt ihr morgen, dass ich zum Beispiel 10 Drafts spiele, die aufnehmen, immer nur den Draft-Bau zeige und wir dann am Donnerstags im Stream die Rewards öffnen? Also Option 1, ich mache ein Video morgen aus allen Top-Drafts, wo ich dann sage, wir bauen die Drafts zusammen und am Ende bewerte ich die Spiele, aber ohne, dass ihr das Gameplay seht. Option 1, also Video, wo ich alle Drafts baue, euch zeige und die Spieler am Ende bewerte. Oder Option 2, wir machen einfach eine Zeit aus, keine Ahnung, 14 Uhr und streamen dann 4 Stunden oder so die Drafts online. Natürlich kann man das auch kombinieren, aber das ist dann zeitlich relativ schwer, ein Video und einen Stream morgen zu bringen. Weil am Donnerstag gibt es auf jeden Fall alle Player Picks,
meine Weekend League Rewards, mein Weekend League Comeback. Wir bauen ein neues Team und wir haben sehr, sehr viele Packs, auch von den Rewards und eben die Picks, die ich aufgespart habe. Also Donnerstag sowieso schon verplant. Deshalb ist jetzt die Frage, morgen ein Video mit dem Best of Drafts. Kommt natürlich dann erst später, weil ich erst die Drafts spielen muss. Oder ein Livestream, ja. Livestream, Gameplay müssen wir natürlich auch zeigen. Ich kann das natürlich nicht skippen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr interessiert ihr habt. Ich würde auch gerne streamen, kein Problem. Aber ich verstehe das natürlich auch, wenn ihr nur das Best of sehen wollt als Video. Würde dann natürlich abends kommen und ich würde einfach immer nur zeigen, was ich gebaut habe. Also wie gesagt, stimmt das gerne ab, schreibt mir das in die Kommentare. Ja, einfach nur Kommentar, Stream oder Video für morgen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier das Ganze mal weiter, bevor ich euch hier unnötig zulabern. Wir haben ja nicht mal eine Ikone drin. Das ist ein neuer Spieler, den will ich auch gerne mal testen hier. Wie gesagt, Draft feiere ich halt mega, habe ich jetzt wahrscheinlich schon 100 Mal erwähnt, auch in den letzten Streams. Das tut mir mega leid, aber ich habe echt gerade Schwierigkeiten irgendwie, mich da hier für irgendwas zu interessieren. Zidane, Prime Icon Moments. Heftig. Wirklich heftig. Ich feiere Draft wirklich mega. Und wir gehen hier weiter mit den zwei Sechsern. Es ist halt auch so, was mir persönlich am Draft am meisten jetzt gefällt. Die Drafts waren relativ langweilig. Ich habe ein paar Drafts gespielt, vor allem wer mich kennt. Ihr wisst ja, dass ich das zu zweit immer mit meinem Onkel durchziehe. Deshalb ist die ganze Draft-Bilanz eigentlich auch mit meinem Onkel entstanden. Und Draft alleine habe ich eigentlich bis vor ein paar Wochen nie gespielt. Es bockt halt zu zweit mega, aber mittlerweile hat man einfach die Spieler auch schon satt gespielt, ja. Es gibt so Spieler wie, ach, ich weiß nicht, wer ist da dabei. Die hat man einfach in jedem Draft aktuell bekommen, einen Garincha oder was weiß ich, ja. Und das ist halt irgendwie langweilig und jetzt 90 Prime-Icons drin zu haben, ist halt schon heftig, weil die meisten habe ich selber noch nie gespielt. Es sind dieses Jahr viele neue dazugekommen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier mit einem Icon-Draft und nehmen Gattuso mit, mal sehen, wie viele Icons wir am Ende bekommen. Und man kann einfach diese 90 testen. Ich wette von euch, ich kenne Minimum 20 nicht mal beim Namen, ich habe die noch nie gesehen. Deshalb bin ich echt mal gespannt, ob die hier wirklich so oft kommen, dass man die dann alle auch mal austesten kann. Baresi beispielsweise war davor in jedem Draft, ist jetzt auch hier wieder, wir gehen trotzdem mal mit Baresi, glaube ich. Auch wenn das ist nicht das beste Draft ist, wobei, ach komm schon, Parisi nervt mich. Wir gehen mit Varane, einzige Ausnahme hier. Und deshalb ist es vielleicht auch mal ganz spannend, hier neue Ikonen zu sehen. Bisher funktioniert das jetzt noch nicht ganz so gut. Aber ich denke, auf langfristig gesehen wird das auf jeden Fall hier funktionieren. Hoffe ich doch mal. Wir bauen hier einfach mal weiter. Und wie gesagt, 90 Prime-Icons kann man testen. Ich hoffe, die Drop-Rate ist auch sehr, sehr hoch. Hier aktuell noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen nicht ganz im richtigen Fahrwasser. Aber ich denke, das wird hoffentlich, ja, gut gemacht worden sein von EA Sports, weil, wie gesagt, das würde einfach einen Modus nochmal interessant machen. Ihr könnt den alle einmal gratis spielen und wie gesagt, bei 15.000 Münzen, ihr macht auch kaum Verlust. Also, sag ich mal so, Draft würde sich eigentlich relativ lohnen. Man bekommt Packs und man hat Spaß, eben diese Spiele auszutesten. Und wenn EA Sports jetzt nicht weiter mir hier weiter keine Icons bringt, dann überlege ich, ob ich dieses Video gar nicht erst hochladen soll. Nein, Spaß beiseite, natürlich wird das hochgeladen. Wie gesagt, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr hier abstimmt, was ihr besser findet. Video oder Stream für morgen, ich finde das ganz geil. Zum Beispiel Hugo Sanchez ist jetzt bisher den einzigsten, den ich hier habe, der neu ist, zusammen mit Ronaldinho Prime. Weil man die Prime Icons testen kann und das ist natürlich auch so, wenn ich dann sage, okay, ich finde hier einen ganz geil, das ist zum Beispiel eine Auswahl, nur Prime Icons, das finde ich heftig, so soll die Auswahl auch sein, weil da kann man jetzt einfach mal neue Spieler testen, ja, gerade so ein Pirlo, ich würde mir den nicht kaufen, aber ich habe Bock mit dem zu zocken, also nehme ich den jetzt hier einfach mit. Rijkaard auch ganz interessant, Baggio auch interessant, ich glaube, der hat 5 Sterne Skills, genau hat er. Pires zum Beispiel würde ich mir auch nie kaufen, ist glaube ich auch relativ billig. Ich glaube, wir gehen hier einfach mal mit Rijkaard, dann ist unsere 6er Position da besetzt. Kann man einfach mal mitnehmen. Klar, vielleicht hätten jetzt ein paar Pirlo-Fans den Pirlo genommen. Könnt ihr euch ja natürlich selber raus. Und wenn ihr dann dieses Draft baut, auch hier wieder. Wirklich, das sind jetzt die Auswahlen. Auf die habe ich mich gefreut. Deshalb mache ich auch dieses Video, dass ihr das hier seht. Freunde, das geht wirklich. Und das ist halt echt extrem nice, wie ich finde. Ihr könnt gerne mal eure Meinung da in die Kommentare schreiben. Findet ihr das langweilig? Findet ihr das interessant? Ich persönlich finde es mega spannend, weil ich glaube, euch da draußen geht es genau wie mir. Ihr wisst, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Coins als ihr. Aber das ist doch trotzdem, ich kann mir trotzdem keine 11 Ikonen kaufen. Ich kann mir trotzdem nicht einfach mal kurz einen Spieler kaufen für eine Weekend League. Ich verkaufe den dann wieder mit 100k Verlust. Das ist für mich mega viel, sind für mich mega viele Münzen, ja. Deshalb ist es geil, diese Möglichkeit hier zu haben. Essien habe ich zwar schon in den Swap-Deals, aber er ist halt auch mega interessant. Ich glaube, deshalb nehmen wir Essien einfach mal hier mit. Wie gesagt, normalerweise gehe ich immer auf die Spieler, die ich neu testen kann. Aber wir wollen jetzt ja auch ein geiles Draft bauen für euch da draußen. Gehen wir mal weiter. Das ist natürlich eine Scheißauswahl hier. Nehmen wir Shakiri auf Ehre mal mit. Ja, wie gesagt, das ist halt wirklich immerhin etwas, was EA Sports gebracht hat. Das haben die auch schon am Freitag angekündigt, aber das ist voll untergegangen. Ich habe das bei keinem YouTuber, bei keinem Instagrammer oder Twitter oder sonst irgendwo gesehen, dass die da einfach gesagt haben, okay, spielt Draft oder so.
nicht mal die Draft-YouTuber haben das irgendwie mitbekommen. Deshalb ist das eigentlich ganz geil und ich hoffe einfach, dass ich euch hier auch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen konnte und euch zeigen konnte, was im Draft aktuell jetzt möglich ist. Und wie gesagt, denkt auf jeden Fall daran, hier keine Ikone bekommen, hier wo wir eine gebraucht hätten. Das ist natürlich super. Was haben wir hier eigentlich für Spieler? I don't know. Harter Draft wird jetzt nicht ganz so geil, das merke ich hier schon. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt gerade eigentlich wieder sagen? Ne? Ich habe es mal wieder komplett verkackt hier. Was auf jeden Fall wichtig zu sagen ist, wenn wir hier weiter in die nächste Auswahl gehen, ja, die natürlich extrem gut ist, nicht? Was hier wichtig zu sagen ist, Jungs, erstmal, Draft-Rekorde können vielleicht aufgestellt werden, ist geil, aber ihr könnt nur zwischen heute 19 Uhr und soweit ich weiß, eben Donnerstag. Und ich gehe mal, also Donnerstag steht fest, hat EA Sports auch offiziell so geschrieben auf ihrer Website, glaube ich. Aber 19 Uhr, denke ich mal, ist auch safe, dass sie da wieder rausgehen. Ist halt echt schade, weil ich fände es halt so geil, wenn die EA Sports einfach in diese SBC, in diese Food Draft SBC-Karten reinbringt. Icons, die man sonst einfach nicht spielen kann. Viel, viel mehr. Jede Woche neue Spieler. Fände ich so geil, weil die letzten zwei Monate waren, glaube ich, die gleichen Ikonen und alles da drin. Ist halt nicht so interessant, bin ich ehrlich. Aber jetzt immerhin was Neues. Vielleicht auch für die Zukunft. Einfach was, woran EA Sports hier arbeiten kann. Wenn ihr denen auch vielleicht positives Feedback gibt hier. Wenn ihr das merken, dass das Bock macht. Weil irgendwie finde ich, Draft ist so ein Modus, da wird nicht viel drüber geredet. Aber wir bauen das Draft jetzt hier mal kurz fertig. Noch eine Ikone, noch einen Lehmann. Ja, ich glaube, Lehmann kann man gut einbauen hier, oder? Was meint ihr? Lehmann kann man eigentlich gut einbauen. Ja gut, ich habe es ja komplett verkackt mit den Innenverteidigern. Lehmann könnte man einbauen. Petit könnte man einbauen als Innenverteidiger. Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal Petit und spielen den dann als IV. Kann man eigentlich machen hier, ja. Petit als IV geht immer klar. Würde ich mal sagen, oder? Ich weiß es nicht, Jungs. Es geht jetzt hier auch gar nicht darum, dass wir jetzt hier das krasseste Draft oder so bauen. Sondern einfach, dass ich euch zeige, das ist mit dem Draft hier möglich. Und es ist möglich. Ich finde, es ist mega geil und man kann einfach die neuen Karten testen. Und ja, wie gesagt, ich baue das Draft gleich noch zu Ende hier, damit wir eine bessere Chemistry auch in diesem Draft hier haben. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video zeigen, was im Draft gerade möglich ist. Wie gesagt, nutzt das, ihr habt nur 2 Tage Zeit. Schreibt auch gerne mal unten rein, wie ihr das jetzt haben wollt. Wollt ihr mal ein Video sehen, wollt ihr einen Stream sehen? Ich weiß es wirklich nicht. Mir würde beides Spaß machen. Ich werde auf jeden Fall die Drafts zocken, ich werde das ausnutzen. Ja, ich hatte am Wochenende eigentlich ein E-Sports-Turnier, wurde jetzt abgesagt. 2 gegen 2 Turnier, habe ich mega drauf gefreut. Deshalb kann ich mich jetzt hier auf Food Champions, auf Food Draft, auf irgendwas konzentrieren, was mir weniger Spaß macht. Scheiß Coronavirus, Jungs. Ich will da jetzt auch gar kein Thema draus machen, aber das ist natürlich echt traurig. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Gesundheit, bleibt fit und beschwert euch nicht so viel, Jungs. Seid glücklich. Ich bin raus, Jungs. Was eine Ansage am Ende. Haut rein und schreibt mir rein, was ihr wollt. Video oder Stream, das ist mir wirklich wichtig. Ich will ein paar Kommentare hier sehen. Haut rein, Jungs. Supportet das Ding und ciao.